Aber das war mir immer wichtig. Ne? Also ich glaube, viele haben jetzt am Anfang des Videos gesagt, boah, das ist bestimmt voll der Unterschied. Nein, das sind halt die Parameter. 95 Oktan, aber 100% abgestimmt für die Leistung. Mit 98 Oktan, aber eine sehr, sehr konservative Abstimmung, hast du halt weniger Leistung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch nur mal kurz das neue Auto von Kevin vorstellen. Schön, Alpina B5 Limousine Gehre-Baureihe. Nein, der Kunde kommt aus einem, ich sag mal, osteuropäischen Land und hat das Auto hier in Deutschland gekauft und sollte normalerweise per Fahrzeugspedition direkt zu ihm geliefert werden vom BMW-Händler. Dann hat er gesagt, hier, ich habe bei euch gesehen, ihr habt ja Leistungssteigerungen und. Könnt ihr das Auto abholen, bevor ich das Auto überhaupt bekomme, die Leistungssteigerung machen und dann wird das Auto von hier aus abgeholt von der Spedition und geht dann ins Bestimmungsland. Wir haben euch ja schon mal einen Alpina B5 gezeigt, letztes Jahr. Und nicht nur, weil es damals ein Touring war und jetzt eine Limousine. Nein, der Hauptgrund ist, das Auto muss auf 95 Oktan abgestimmt werden. Dort, wo das Auto fahren wird, wird es immer zu 95% nur 95 Oktan geben. Und das Auto ist auch mit 95 Oktan gerade betankt. Einfach mal zu sehen, gibt es einen Unterschied, gibt es keinen Unterschied, wie sind die Werte. Deswegen nehmen wir es einmal für euch mit. Ja, wir machen gleich genauso eine Diagnose-Eingangsfahrt, Elastizitätsmessung, Eingangsmessung, Leistungsmessung. Und wie gesagt, wir können euch auch die Autos abholen. Und diesmal haben wir es mit dem offenen Hänger gemacht. Warum haben wir es mit dem offenen Hänger gemacht? Wir haben auf der Tour, wo wir das Auto abgeholt haben, haben wir unsere V-Klasse wohin gebracht. Und das geht nur mit dem offenen Hänger. Deswegen, normal hätten wir es auch mit dem geschlossenen gemacht. Aber das war auch sehr kurzfristig. Ne? Letzte Woche der Kunde eine E-Mail geschrieben. Das habe ich sogar bearbeitet, weil Christoph, alle waren im Urlaub. Und innerhalb von 4 Stunden war dann der Deal klar. Ich glaube, in 2 Tagen wird er abgeholt. Also er wird heute im Laufe des Tages auf jeden Fall fertig. Haben wir rote Nummern drauf? Wir haben rote Nummern drauf. Oh ja, dann komm, fahr, bitte. Ja, hier ist immer Rush Hour, ne? Was die Dings angeht, was die LKWs angeht. Rote Nummern haben wir drauf. Genau, Fahrtenbuch ist ausgefüllt, alles. Ja? Regelwerk, klar. Wer hat denn unterschrieben? Du? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, wollte ich gerade sagen, kannst dich doch daran erinnern. Okay. Ach, jetzt ist es ein Bus. Aber guck mal, wie schnell der da reinflitzt. Reisebusfahrer, die können es halt auch. Ja? Ja, die können es. Weil? Ja, die müssen dann halt auch so in Italien und sowas, weißt du, wenn die dann so eine Reisegruppe haben, dann müssen die durch die... Bist du so ein Typ, der so Reisegruppen macht? Nee. Könnte ich mir aber vorstellen. So 48.000 Stunden im Bus. Ich erinnere mich, dass wir mal mit dem Bus... Oh, was Scheiße. Bist du eigentlich zu dick für den Sitz, kann das sein? Danke. Nee, ich frag nur, weil du füllst den schon aus, ne? Ja, das kann sein. Oder liegt das am dicken Pulli? Das kann, nee, genau, das ist der Pulli. Aber wer im Glashaus sitzt, sagt, ne? Jetzt haben wir genug Dünnpfiff erzählt. Trash Talk, genau. Ja, aber eigentlich es ist dasselbe. Wir haben ja so ein Auto, aber die Autos sind einfach cool, ne? Also da macht, ich kann mich da nur wiederholen. Ich dachte mir, komm, wir nehmen das mal mit. Ja, mit 95 Oktan. War wirklich echt witzig. Kunde schreibt hier, Auto wird nächste Woche zu ihm transportiert, ob wir da hinfahren könnten, aber er hätte auch gerne Leistungsmessung und auf 95 Oktan abgestimmt. Er hat gesagt, ja komm, wir haben zwar echt gut zu tun, aber wir wollen ja auch genau solche Kunden auch glücklich machen. Ich sage, hier, guck, 75 Cent pro Kilometer, ich schicke dir einen Transporter, kurzfristig, zack, Felix gestern hingefahren, 280 Kilometer entfernt, abgeholt, heute Morgen machen wir die Nummer hier, also das ist echt gut, ne? Ja. Und so ein Alpina, immer mehr Bock auf so ein Auto, aber so einen alten Alpina, so als Winterauto auch. Hattest du schon mal erwähnt. So ein E90 ja. Als Winterauto. Kann man nichts falsch machen eigentlich, ne? Fünfter Gang habe ich gesagt, ne? Ja. Können wir anfangen? Ja.
9,2. Ah, das Ding marschiert einfach. Die Dinger haben, wie in M5 halt, ne, die Dinger, die haben Leistung bis nach Meppen. Und das mit 95 Oktan. Ne? Ja. Gut, in diesem Sinne, geht jetzt gleich irgendwann weiter. Geht der Leon dann wieder auf den Prüfstand. Und dann sehen wir uns später wieder. So, Eingangsleistung von unserem schönen Alpina. Eingangsleistung 649,7 PS und 817 Newtonmeter. Also völlig im Soll. Es bringt halt nichts, wenn ich mit euch jetzt über ganz viele Alpina spreche, die schon mal hier waren. Na, obwohl, ich könnte mal in andere Diagramme reingehen. Den wir damals für euch mitgenommen haben, war ja von einem guten Kunden, der auch gesagt hat, ich bin sehr vorsichtig, habe ich euch auch im Video damals gesagt, nicht zu viel, ich fahre viel Autobahn. Lieber sehr, sehr konservativ. Der hatte damals 659,9 PS und 832 Newtonmeter. Kannst du mal einblenden. Ja? Das war die Eingangsleistung mit 98 Oktan. Okay? Endleistung, die wir damals erreicht haben, und das spiegelt jetzt sehr schön wieder, dass das damals auch kein Gelaber war, sondern dass wir wirklich den Ball flach gehalten haben, auch, ne? Waren 738,3 PS und 957 Newtonmeter. Und alle haben gesagt, boah, krass. Okay. Jetzt haben wir einen Kunden, der gesagt hat, ich möchte eine ganz normale, saubere Optimierung von euch, aber auf 95 Oktan. Hat aber nicht extra gesagt, bitte lieber was weniger. Also ich mache das dann auch gerne, aber wir sind ja Dienstleister. Wenn ein Kunde zu mir sagt, ich möchte das nicht haben, ich muss ja nicht einen fertigen Datensatz nehmen, ich kann das ja alles anpassen. Jetzt mit 95 Oktan haben wir 745,1 PS und 973 Newtonmeter. Jetzt sagt ihr, hä, wie geht das denn? Ja, indem wir hier sagen, das ist eine saubere Stage 1, genau da, wo wir hinwollen, auch mit den Loks und mit den Drücken. Damals, vor einem Jahr, wo wir absolut konservativ das Ganze angegangen sind, haben wir es ein bisschen reduziert. Wenn ich euch aber jetzt sage, dass zum Beispiel vor 3 Wochen so ein Fahrzeug da war und wir 787 PS gemessen haben mit Tuning auf 98 Oktan, ja? Oder hier haben wir einen, Moment, 761 PS gemessen haben. Ja? Sieht man mal, dass wir doch auf Kundenwünsche eingehen können und auch nicht irgendwie was erzählen, was, ne, was dann irgendwie übertrieben ist oder sowas. Das heißt, die 745,1 PS und 973 Newtonmeter sind völlig easy fahrbar mit 95 Oktan. Wir haben weder Zündwinkelrücknahme. Wir haben weder irgendein Boost-Problem, wir haben weder irgendein Korrekturproblem im Lampen. Das Auto läuft wie am seidenen Faden. Ja? Und wie gesagt, vielleicht finden wir auch nochmal die Möglichkeit, wir können euch auch gerne mal ein Auto bringen, wenn wir jetzt den nächsten Alpina haben, können wir eigentlich auch mal machen. Wenn einer sagt, hier, wir haben ja auch genug Kunden, die sagen, hier 98 Oktan und wirklich das, was rauskommt, macht das bitte. Aber es hat bis jetzt noch nie wieder gepasst, dass wir es mitgenommen haben. Dann zeigen wir euch auch mal gerne ein Auto mit 780 PS. Ist gar kein Problem.
Ja, das habe ich sülze heute echt viel. Ne? Aber das war mir immer wichtig. Ne? Also ich glaube, viele haben jetzt am Anfang des Videos gesagt, boah, das ist bestimmt voll der Unterschied. Nein, das sind halt die Parameter. 95 Oktan, aber 100% abgestimmt, sind die Leistung. Mit 98 Oktan, aber eine sehr, sehr konservative Abstimmung, hast du halt weniger Leistung. Was der Kunde möchte, versuchen wir zu folgen. Also in diesem Sinne, wir haben jetzt kurz vor 6, glaube ich, ja, kurz vor 6, bevor es dunkel wird, wir gehen jetzt noch auf die Bahn und machen für euch die Ausgangselastizitätsfahrt. So, Autobahn ist auf jeden Fall frei. Fünfte Gang war es vorhin, ja. Ne? Und gib ihm. Oder? Ja. Okay. Ja, das ist schon zügig, oder? Definitiv. Gut, auch jetzt so hier bei 2.10, ne? Tippst du ein bisschen an, siehst du hier im Head-Up 2.20, 2.30, 2.40. Schon so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, oder? Ist so einfach, ne? Heutzutage, ne, so ein Audi R6 oder so ein E63 oder so ein M5 oder jetzt natürlich ein Alpina, ist einfach, du hast alles. Geradeaus, feilschnell, Luxus ohne Ende. Ich würde auch der Verbrauch interessieren. Ne. Ne? Auch so, wenn du im Komfort fährst? Ja, aber die Autos verbrauchen schon. Also, die wenigsten Kunden fragen natürlich auch nach Spritersparnis. Also, es gab schon mal den einen oder anderen, der sagte, ja hier, ich habe einen Lamborghini Urus, wie sieht es denn da mit Spritverbrauch aus? Aber die meisten gehen dann immer davon aus, wenn sie die Leistung abrufen, ne? Also du verbrauchst locker mit einer Leistungssteigerung, ne? Und wir reden hier von, ne? Mehr als weit über 700 PS, knapp an die 1000 Newtonmeter irgendwo, kannst du einfach, dann brauchst du auch den Sprit, um auch wieder den Brennraum zu kühlen, um den Ladedruckaufbau zu haben und du brauchst halt Menge, du brauchst Sprit. Kannst nicht einfach nur reindöppen, ne? Wie in so einen Mixer und sagen, jetzt gib richtig. Aber lassen wir mal die Hälfte an Zutaten weg. Das geht einfach nicht beim Turbobenziner. Ich sag mal, im Teillastbereich, ja, oder und sowas alles, da fährst du halt so mager mit den Autos, Serie auch schon, und das verändern wir ja auch nicht, dass du hier weit an Lambda 1 wirklich ranfährst. Da bist du für die Performance dann natürlich schon spritsparender, wie jetzt vor 7, 8, 9 Jahren, 10 Jahren die Autos, ja. Aber vor 10 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass irgendein 5er oder so Serie, so ein M5, hier so ein M5 V10 mit den 507 Läppchen PS, muss man ja im Gegensatz zu so einem Ding hier sagen, das Ding hatte ja keine Leistung im Gegensatz zu sowas und hat trotzdem mehr Sprit verbraucht. Also, aber ich denke mal, zwischen 15 und 17 Liter musst du hier normal rechnen, glaube ich. Und Gasfuß, also wenn du Vollgas fährst, Vollgas, Vollgas. Wie gesagt, bester Kumpel von mir, der Philipp mit dem R6, der braucht locker 2,5 Liter, mindestens mehr. Aber der fährt halt auch immer nur Leipzig, Köln, nachts gib ihm, ne? Kostet halt auch Geld und Sprit. Was nichts ist, kostet auch nichts, ne? Wie sagt man, was nichts kostet, ist auch nichts oder so, ne? Was nichts ist, kostet auch nichts. Ne, wie sagt man das? Du, das sind so welche Bereiche bzw. so Sätze, die ich glaube ich nie in meinem Leben sagen werde, deswegen sind wir einfach nicht in meinem Wort. Hat nichts, kostet auch nichts. Ist auch egal. Wenn ich vielleicht bist du schon ein bisschen.